Lockdown, eine traurige, eine karge Zeit, eine schwere Zeit, eine Zeit, die wie ein Weg erscheint, der bedrückend und belastend, ermüdend und leblos vor mir liegt. Ein Weg, dessen Ende ich noch nicht sehen kann. Ein Weg, für den ich Kraft brauche, Durchhaltevermögen und jemanden, der mit mir geht, der mir vorausgeht, Schritt für Schritt, bis ich mich umdrehe und sehen kann, der Weg liegt hinter mir. Ich bin angekommen und ich war keinen Schritt allein. Herzlich willkommen zur digitalen Lighthouse Lounge. Digital, denn immer noch ist Lockdown. Immer noch geht dieses Virus um und wir dürfen einander nicht die Hände geben, können einander zur Begrüßung nicht einfach in den Arm nehmen. Und wir haben uns im Vorbereitungskreis der Lounge darüber unterhalten, wie wir diese Zeit erleben, wie es uns damit geht. Und da hatte Katja das, wie ich finde, sehr treffende Bild der Wüste vor Augen. Diese Zeit, sie erscheint uns wie eine Wüstenzeit, voller Entbehrungen. Und irgendwie ist das Ziel des Weges noch nicht in Sicht. Es scheint immer noch eine Sanddüne zu geben, über die wir laufen müssen. Und dann sehen wir dahinter doch wieder nur eine Düne. Eine Wüstenzeit voller Entbehrungen. Wir sehnen uns. Wir sehnen uns nach den Menschen, die wir verloren haben. Wir sehnen uns nach guten Nachrichten. Und wir sehnen uns nach einem Ende dieses Weges. In der Lounge heute wollen wir diesem Bild folgen. Wir wollen ihm nachspüren und wir wollen miteinander Kraft sammeln für unseren Weg durch die Wüste bei Gott. Love.
Wüste ist ein wunderschöner Ort. Golden glänzen die Dünen in der Sonne, vom Wind geformt. Er türmt sie auf und zeichnet sie sanft. Sand rieselt die Dünenkämme hinab. Alles ist still, so still. Nur der Wind spielt sein Lied und wirft mir Sandkörner wie Nadelstiche ins Gesicht. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Die Sonne brennt heiß herab. Wer kein Wasser hat, wird verdursten. Wer keinen Schatten findet, wird verbrennen. Wer keinen Unterschlupf kennt, wird frieren in der Nacht. Wer den Weg nicht kennt, wird sich verlaufen. Ein lebensfeindlicher Ort. Hier und da aber sucht sich das Leben seinen Weg durch die Trockenheit hindurch. Die Wüste liegt auch in mir selbst. Manchmal bricht sie hervor. Dann herrscht Einsamkeit, Leblosigkeit. Kein Weg ist zu sehen. Grau in Grau liegt alles vor mir. Und dann kommt der brennende Durst. Der brennende Durst nach Leben. Ich suche. Ich sehne mich. Ich verzehre mich. Und mir bleibt nichts, als zu rufen. Ich rufe: Gott, wo bist du? Und ich bitte. Ich bitte: Gott, geh mir voraus, zeig mir den richtigen Weg. Wüste, karges Land, in uns eine Leere, Trauer, Verzweiflung. Der Lockdown legt das Leben lahm, legt uns lahm. Aber ist es das wirklich? Ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, denn die Wüste birgt zwar Einsamkeit, aber gibt es an der Einsamkeit bei all der Leere in uns nicht noch mehr? Doch, Hoffnung. Leere ist füllbar mit schönen Momenten, die wir im Jetzt erleben oder die wir schon in unserer Erinnerung verankert haben. Den Blick auf das Schöne lenken, genießen, zu sich selbst finden, merken, was wirklich wichtig ist und die Hoffnung nicht verlieren. Unser Gesicht dem Licht zuwenden, die kleinen, schönen Dinge des Alltags sehen und darauf vertrauen, dass die Wüste wieder eine Fülle bekommt und wir in dieser großen Weite nicht alleine sind. Thank you.
Geschichten der Menschen mit Gott, die uns in der Bibel erzählt sind, sie ereignen sich in der Wüste. Und die Wüste ist dabei viel mehr als eine Metapher. Denn dort, wo Abraham und Sarah, wo Mose und der Pharao, wo Jesus und seine Jünger lebten, da ist die Wüste echt. Und so können sie uns was erzählen über den Umgang mit Entbehrung und Kargheit. Und ich denke in dieser Zeit ganz besonders oft an eine Geschichte aus der Bibel. Es ist die Erzählung vom Zug des Volkes Israel durch die Wüste hin ins gelobte Land. Wüste, das ist der Moment, wo das Volk sicher durchs Wasser gekommen ist, das die Verfolger verschlangen. Und da liegt sie jetzt vor ihnen, die karge Wüste. So wie eine weiße Leinwand, auf der noch nichts gemalt ist. Hier ist alles möglich. Die Wüste ist hier ein Zeichen für Neuanfang. Und so gehen sie, ja, sie gehen frohen Mutes los. Los in die Freiheit. Sie gehen dabei nie allein. In der Bibel ist uns erzählt, der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Wolken und Feuersäule, zwei Naturerscheinungen, die uns sagen, dass Gott immer da ist. Bei Tag und bei Nacht. Seine Begleitung ist völlig verlässlich. Ja, und so zieht das Volk auch, ja, ich möchte sagen, mutig und enthusiastisch los in die neu gewonnene Freiheit. Bis die Füße schmerzen, bis sich die zweite Generation nicht mehr erinnern kann, wovor die erste Generation eigentlich floh. Und dennoch hält Gott sein Volk aufrecht, auch wenn es anfängt zu murren, sich zu beklagen, auch wenn es anfängt, schon in die Versuchung zu geraten, falschen Göttern zu dienen. Gott begleitet sein Volk als Wolkensäule, als Feuersäule. Manna und Wachteln helfen gegen den Hunger und die Gebote helfen gegen die innere und die soziale Orientierungslosigkeit. Und so geht Gott mit seinem Volk den ganzen Weg. Ich habe Gott noch nicht in einer Wolken- oder Feuersäule gesehen. Diese Naturerscheinungen, sie würde ich heute physikalisch erklären. Aber doch habe ich das Gefühl, dass Gott auch mir vorausgeht durch die Wüste, dass er auch mich begleitet. Er tut dies in Form von Worten. Alte Worte sind dies, an die schon meine Vorfahrinnen und Vorfahren im Glauben sich orientiert haben. Ich habe mich gefragt, was ist mein Manna in der Wüste? Was ist meine Wolkensäule? Wo sehe ich die Feuersäule, die mir in der Nacht leuchtet? Es gibt viele Worte der Bibel, die mich so stark begleiten, wie es das Volk Israel in der Wüste erlebt hat. Eines aber ist mir jetzt ganz besonders wichtig geworden, denn am Ende der Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste, als sie das gelobte Land schon sehen können, da spricht Gott Worte, die ich mir heute immer wieder in Erinnerung rufe. Und die heißen: Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Darum lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir in allem, was du tust. Was ist eigentlich dein Manna? Was ist deine Feuersäule, deine Wolkensäule? Welchen Worten folgst du in dieser Zeit? Wenn ich versag, bist du treu, Herr.
segne und behüte dich. Er führe dich sicher durch wüste Zeiten. Er schenke dir Oasen, die dich ermutigen. Der Herr rüste dich aus mit Kraft und Geduld für Durststrecken. Er beglücke dich mit erfrischendem Regen. Er sende dir Engel, um dich zu unterstützen. So segne und behüte dich der gnädige und barmherzige Gott. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.